Unternehmen Zukunft. Transformation trifft Tradition. Die Unternehmerperspektiven-Studie 2015 hat gezeigt, die digitale Transformation kann nur gelingen, wenn die Unternehmensführung schnell, flexibel und offen für Kooperation ist. Deshalb nehmen wir in diesem Jahr den Wandel in der Unternehmenskultur unter die Lupe. Die zentralen Fragen: Wie führen Chefs ihr Unternehmen erfolgreich in die neue digitale Arbeitswelt? Wie schaffen sie es, ihre Mitarbeitenden auf diesem Weg mitzunehmen? Der Grundstein ist gelegt. Schweizer Unternehmen setzen schon heute in allen Bereichen auf digitale Technologien. 42% der Unternehmen nutzen sie nicht nur zur Optimierung bestehender Prozesse, sondern auch, um neue Produkte auf den Markt zu bringen und ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Diese Gruppe haben wir digitale Transformatoren genannt. Die digitalen Transformatoren haben erkannt, erfolgreiche Digitalisierung erfordert einen weitreichenden Wandel in der Arbeitsorganisation. Kooperation, Vernetzung und gesteuerte Autonomie sind die Schlagworte für die Unternehmenskultur 4.0. Dabei wird die zentrale Herausforderung sein, das richtige Personal zu finden. Der Fachkräftemangel bremst Innovation und Digitalisierung jedoch an vielen Stellen aus. Deshalb hat die Hälfte der Unternehmen Probleme, digitale Technologien in die Unternehmensabläufe einzubinden oder wird an der Umsetzung neuer digitaler Geschäftsideen gehindert. Dazu kommen höhere Ansprüche der Mitarbeiter an Qualifizierung, technische Ausstattung, Work-Life-Balance und individuelle Freiräume. Aber was tun die Unternehmen, um neue Mitarbeiter zu finden und alte zu binden? 56% machen gefragten Spezialisten gezielte Angebote. Sie rekrutieren zudem auch Fachkräfte außerhalb der Landesgrenzen. Um Fachkräfte zu halten, gewähren 66% der Unternehmen Freiräume für individuelle Entwicklungsprojekte. Mehr Aufmerksamkeit erfährt die Führungskultur. Kooperation statt Kontrolle. Moderation statt Expertentum, Kompetenz statt Hierarchie. Das Umdenken hat in vielen Firmen bereits stattgefunden. 98% sehen in Vertrauen und respektvollem Umgang die Eckpfeiler der Mitarbeiterführung. Auch die Bereitschaft zur Kooperation ist bei vielen Schweizer Unternehmen heute schon ausgeprägt. 56% kooperieren mit Schulen oder Hochschulen. 29% berichten von strategischen Partnerschaften mit Wettbewerbern. Zu den Partnern, die die Unternehmen im digitalen Wandel brauchen, gehören auch die Banken. Ihre Rolle als Finanzpartner ändert sich. Nicht mehr nur Geld, sondern auch Impulsgeber sollen sie sein. Ein weiterer Wunsch an die Banken: Hilfe bei der Vernetzung von traditionellen Unternehmen und Startups. Transformation trifft Tradition.